Okay, ich bin bescheuert. Man kann in dem Menü, ich habe es nicht gesehen, ich habe diesen kleinen grauen Strich da nicht gesehen. Man kann in dem Menü natürlich noch nach unten rollen und da kommt dann auch der C4-Sprengstoff. Geht das in denen auch überall? Gibt es auch noch überall Waffen? Ja. Ach, es gibt auch noch einen Recurve-Bogen. Okay. Und hier? Ah, okay, da geht es also noch weiter. Ich habe das nicht gesehen, dass man da rollen kann. Tut mir leid. Da ein bisschen dumm gewesen. Ein bisschen dumm. Muss man auch mal sein dürfen. Deshalb bin ich es so gern. So. Also. Sollen wir denn die Basis? Das heißt, wir. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Ne? Also fahren wir wieder außen rum. Moment, das ist die falsche Richtung. Quatsch. Hui. Okay, also unter der Brücke durch, dann nochmal hoch und ich glaube, diesmal kann ich dann eher links um die Basis rum, um zu dem Dings zu kommen, zu der Stelle, wo man das Ding in die Luft jagen muss. Denn hinten war ja auch nochmal eine brüchige Stelle in der Mauer, wobei man sich auch so ein bisschen fragt, ey, die haben so einen Stützpunkt und halt eine so eine Mauer auch so. Und ist jetzt nicht ewig lang. Sie schicken da Patrouillen rum, aber sie reparieren nicht dieses Scheißstück Mauer? Also, hä? What the? Man kann sein Glück auch herausfordern und genau das werden wir denen jetzt mal beibringen. Ich die Basis jetzt ausschalte. So, Armeestützpunkt. Ich nähere mich. Gut. Marziani wartet im Lazarett. Sieh auf deiner Karte nach. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. So, hier hinten irgendwo war das gewesen, der Eingang. Ich glaube hier so auf der Ecke. Ach, da ist das Lazarett, okay. Na gut, dann machen wir es mal anders. Schauen wir mal, wo der Eingang wirklich ist. Da auf dem Turm ist keiner, aber das wäre eine gute Sniper-Position. Da ist einer, da ist noch einer. So, und hier hinten irgendwo war die Wand kaputt. Ach so, haha, steht sogar direkt davor. Sehr gut. Das heißt, ich kann mich hier an der Seite lang schleichen, um zu dem Dock zu kommen. Da sind wir, das Krankenhaus. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Er guckt eh in die falsche Richtung. Ist nur die Frage, wer ist hier der richtige Arzt? Er ist der richtige Arzt. Warum rufst du mich wieder an? Ich habe nichts mehr. Nein, ich habe bereits gesagt, dass das nicht passieren wird. Das will ich Guten Tag. Wer ist da? Ah, Sie sind es. Was hat so lange gedauert? Kommen wir zum Punkt. Ich brauche Zugang zu den Tunneln, Doktor. Oh ja. Nun, Sie brauchen Zugriff auf einen Computer, der die Tore öffnet. Und dann, also das war's, denke ich. Von da an ist alles klar. Wir sind uns nie begegnet. Das bleibt unser kleines Geheimnis, Doktor. Also hier rüber.
Schwester, der deine Schwester, lass mich schlafen. Hat ein verdammtes Maul, Arschloch. Schwester! Wie ist denn hier? Gibst du jetzt mal Ruhe? Es tut weh. Das ist unmenschlich. Ist ein bisschen risky, hier so auf der offenen Fläche rüber zu gehen, aber scheiße. Shit, da will er nicht rüber. Beziehungsweise nicht unten durch. Okay, da ist einer. Da ist noch einer. Das ist aber ein Bauarbeiter. Oben auf den Türmen sind Scharfschützen. Da ist einer. Komme ich hier über die Straße rüber? Ist so geil, dass sich niemand von diesen Bauarbeitern daran stört, dass hier einer rumrennt mit einer Waffe in der Hand und so voll, also nicht wie die anderen so, ja, wachenmäßig rumsteht, sondern so voll vorsichtig aufpasst und überall hinzielt und so. Naja, das wird schon in Ordnung so sein. Sorry. Du standest mir im Weg. Sagen, irgendwo geht's hier runter. Hier geht's runter. Okay. Hier wäre es auch nochmal gewesen. Die Tore sind offen. Roger. Begib dich zum Arsenal. Geil. Aber ich habe das jetzt nicht eingetauscht, ne? Ne, ich habe immer noch das. Okay. Ich habe ein Sammlerstück gefunden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist da unten. Das heißt, wir müssen uns hier... Töten Sie mich nicht! Ja, ja, ist ja gut. Shit, die sind jetzt alle in Alarm. Aber hier hinten komme ich, glaube ich, ganz gut durch. Jetzt muss man tatsächlich in der Basis mal noch was machen. Ein bisschen Glück ist die blöde Tür hier vorne wieder offen. Oder? Ja, ist offen. So. Hier sind garantiert noch irgendwo Wachen. Da liegt sogar noch. Nee. Hä? Doch, da liegt noch die Waffe vom letzten Mal. Schön unbewacht hier alles. Erste platziert. Das war's. Oh, noch zwei mehr. Bitte nicht der Sound so doll krachen.
Oh, da war eine Kamera. Da ist noch eine Kamera. Scheiße. Ihr habt mich nicht gesehen. Die ganzen Wissenschaftler stören sich halt überhaupt nicht daran. Ich hoffe, ich jag die hier noch irgendwie raus. Die armen Leute. Alle Ladung bereit. Verstanden. Zieh dich in eine sichere Entfernung zurück und detoniere das C4. Ich kenne ja noch den Geheimausgang vom letzten Mal. Und sie haben ihn natürlich nicht zugemacht. Sehr schön. So mag ich das. Bloß nicht absichern. Könnte ja der nächste nicht auch noch durch entkommen können. Scheint weit genug zu sein. Jetzt lass es hochgehen. Was für ein geiler Joke. Scheint weit genug zu sein. Ja. Oder auch nicht. Oh Gott, wo ist jetzt der Speicherpunkt? Also das ist echt Gold. Ja, nee, passt hier. Echt, das ist wirklich super. Trollen wir halt mal einfach den Spieler. Erste platziert. Das war's. Noch zwei mehr. So, machen wir es nochmal. Kein Problem, Herr Kapitän. Zack, unten durch. Jetzt müssen wir hier nur nochmal aufs Timing achten, dass die Kamera in dem Moment gerade nicht schaut. Dreh dich mal weg. Alle Ladung bereit. Verstanden. Zieh dich in eine sichere Entfernung zurück und detoniere das C4. So, jetzt definieren wir erstmal eine sichere Entfernung nochmal neu. Direkt da vorne ist es auf jeden Fall nicht. Ah, jetzt fährt wieder irgendwo ein Zug lang. Ich höre ihn, ich will ihn sehen. Ich will den Zug sehen. Schnell. Wo ist der Zug? Nein, er fährt weg. Scheint weit genug zu sein. Jetzt lass es hochgehen. Wo ist der Zug? Okay, also es ist doch nicht so eine gute Idee. Ich
Vor allem das Geile ist, ich habe mir erstmal noch so gedacht, ja, aber ist doch ganz schön blöd, hier direkt da noch zu stehen. Da werden die doch, da wird doch die Explosion einfach durch den Schacht durchkommen. Aber mein Gott, wenn das Spiel sagt, ja, hier passt, zünde bitte. Super. Einfach nur Gold. Kann jemand gute Arbeit, John? In dem Sandkasten wird die Gesellschaft 23 nicht mehr spielen. Eine Menge teures Spielzeug ist fort. Aber ob es schon ausreicht? Ah, toll. Lass mich raten. Wir müssen mehr Rattenlöcher stopfen, John. Stopf die Löcher und ersticke ihre Operation. Wir sind noch nicht fertig. Ja, ja, schon dabei. Ende. Also ich sehe überhaupt nicht mehr durch, warum ich hier eigentlich irgendwas mache. Am besten will ich nicht. Ich schnall es nicht. Ich mach's jetzt einfach. Egal. Gut, dann gucken wir einfach mal, was die... Ob die nächste Hauptmission vielleicht sogar schon im nächsten Akt ist oder ob es die letzte aus dem ist. Ist doch immer noch der zweite Akt, oder? Genau, ist immer noch der zweite Akt. Ratten in der Falle. Ah, da geht's in ein neues Gebiet. Cool. Das ist cool. Ein paar fehlen immer noch. Oh, ich habe sogar schon ein paar ganz gut weggekriegt. Wo ist denn die zum Beispiel her? Finde und töte Dr. Daya Kuznetsova in Region Dorf. Das ist Bergbaustadt. Achso, das ist die andere Region dann. Meistgesuchten. Wo ist der? Finde und töte Alper Erdal in der gleichen Region. Da sind wir schon. Wo ist er? Der ist auch im Dorf. Der ist im Dorf. Dann ist das aber der letzte, der hier ist. Gibt es denn einen Hinweis, wo er sein könnte? Wahrscheinlich ist er also in einem von den Interessenpunkten oder so. Na gut, der kann natürlich überall sein. Das ist ja Irrsinn. So, und jetzt können wir aber hier, bewege dich 20% schneller beim Kriechen. Zack. Nehmen wir. Gut, dann machen wir als nächstes Ratten in der Falle. Also, bis dann. Tschüss.